So, also an Simmels geistiger Entwicklung kann man sehr gut beobachten, wie das Leben als Begründungsinstanz oder man könnte auch sagen als Begründungsersatz eine anfangs noch fast intuitive und später immer bewusstere und dominantere Stellung einnimmt. In den gängigen Schriften zu Simmel wird meistens von den zwei Simmels gesprochen, dem frühen und dem späten, dem scientistischen, mit Darwin und Spencer liebäugelnden soziologischen und dem späteren lebensphilosophischen Simmel. Ob das sinnvoll ist, darüber kann man sich mit Simmelianern immer gut streiten. Man kann auch von drei Simmeln sprechen oder von vier. Also da gibt es alle Möglichkeiten, hier Kategorien zu machen. Aber das ist gar nicht hier das Thema meines Vortrags, sondern es geht eher darum, wie sich das Leben als philosophische Kategorie schon fast unterbewusst durch Simmels Schriften hindurch mit der Zeit bahnbricht und letztlich zu einem Prinzip wird, das den Prinzipien des Idealismus entgegengestellt wird. Ja, also dann erst, sagt Schnedelbach, beginnt wirklich die Geschichte der Lebensphilosophie, die auch schon in seiner Vorgeschichte vorher anfängt mit der Romantik, aber die beginnt erst wirklich in dem Moment, wo das Leben zum Prinzip wird. Schon in den frühen Schriften Simmels ist das Leben ein Maßstab für das Gesunde, Richtige, Echte, Wirkliche, an dem mehr oder weniger alles gemessen wird. Also wir haben hier eben nicht mehr den Richterstuhl der Vernunft, vor den alles gezerrt wird, sondern wir haben hier den Richterstuhl des Lebens. Zum Beispiel sagt Simmel in seinem sehr frühen pragmatistischen Aufsatz über diese Lektionslehre, das, was sich am Ende durchsetzt, ist wahr. Also das ist wahr, was dem Leben dient. Das Leben ist dann in Simmels Denken irgendwann wie so eine aufgehende Sonne am Horizont, ein Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten. Leben ist für Simmel ein Kampfbegriff und eine Parole, in dessen Zeichen er gegen eine intellektualistisch oder rationalistisch lebensfeindlich gewordene Zivilisation, gegen Abstraktion in Konvention erstarrte, lebensfremde Bildung zieht. Leben, prophezeit Simmel, werde im 20. Jahrhundert zu einem Zentralbegriff des Philosophierens werden, so wie Sein, Natur oder Gott in anderen Epochen. Simmel sieht die Philosophie, wie gesagt, in der Krise, als ein ausgehöhltes intellektualistisches Unternehmen an und sein Gegenmittel ist dann die Verlebendigung der Philosophie. Jetzt fragt man sich natürlich bei diesen vielen Verwendungen des Lebens, der Verlebendigung, was das eigentlich alles sein soll. Was heißt denn hier, ja, dass etwas dem Leben dienen muss? Oder was heißt hier, dass die Philosophie verlebendigt werden soll? Wie soll das überhaupt aussehen? Und die Rede darüber ist ebenso, ja, ist sehr diffus. Das, was das Leben ist, ist nicht begrifflich gefasst. Aber es gehört eben auch zum Programm dazu, dass das seltsam offen bleiben muss. Denn das Leben, das Wissen vom Leben, sagt Simmel, ist ein intuitives, ne, unmittelbares und daher nicht begrifflich fassbar. Und deswegen gute Zeiten für begriffsstutzige Menschen, ne, wenn man hier einfach mit Intuition, ja, sozusagen den Dingen nachspüren kann. Die Lebensphilosophie erscheint hier meines Erachtens als das Mittel für Simmel, um sich vom Soziologismus, vom Psychologismus loszureißen. Mit dem Leben kann Simmel hier nun endlich wieder das Ganze denken. Ja, er äußert das auch selbst so. Er will explizit metaphysisch denken. Schnedelbach schreibt hier von der Suche nach dem verloren gegangenen oder verloren geglaubten Absoluten nach Hegel, das nun eben durch Ersatzkonzepte kompensiert werden muss. Und ein solches Ersatzkonzept sei dann eben auch das Leben als Prinzip. Und das Leben ist eben das einzige dieser Ersatzkonzepte, in dem dann auch wieder das Ganze gedacht wird, aber das Ganze als ein im Wesentlichen Irrationales. Herbert Schnedelbach geht so weit, dass er hier von der Lebensphilosophie als einer Metaphysik des Irrationalen spricht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so unterstreichen, denn Leben ist ja auch, das werden wir gleich noch sehen, geistiges Leben und das Geistige enthält eben auch Rationalität. Was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass das Leben hier zu einem alles umgreifenden Zusammenhang wird. Zu etwas, das immer schon da ist und das alles, den Geist, die Kultur und das individuelle Bewusstsein umschließt und trägt.
So, jetzt stellt sich die Frage, wozu braucht Simmel innerhalb dieser lebensphilosophischen Weltansicht Geist? Das wird schon dadurch erforderlich, damit dem Geist eben nicht bloß etwas Vitalistisches, eine vitalistische Funktion der Natur gemeint ist. Leben ist mehr. Zunächst mal sagt uns Simmel, ordnet sich der Mensch nicht fraglos in die Natur ein wie das Tier. Seine beiden kulturtheoretischen Schriften werden mit einem solchen Statement eingeläutet. Was das ist, was den Menschen vom, Zitat, bloß Animalischen unterscheidet, liefert Simmel gleich mit, es ist der Geist. Zitat, dass der Mensch sich in die natürliche Gegebenheit der Welt nicht fraglos einordnet wie das Tier, sondern sich von ihr losreißt, sich ihr gegenüberstellt, fordernd, ringend, vergewaltigt. Das sind alles so lebensphilosophische Ausdrücke, vor allem das Vergewaltigen, das kommt immer wieder in Simmels Schriften. Das sind so ganz starke körperliche Ausdrücke. Und deswegen, wir haben gestern schon mehrfach vom Losreißen gesprochen, in Bezug auf Schelling und Hegel. Und dieses Losreißen, was wir hier sehen, das ist etwas anderes als das, was wir gehört haben. Ja, bei den Idealisten ist das Losreißen ein geistiger Akt. Aber bei Simmel ist dies, man sieht das schon am Sprachspiel, etwas Körperliches. Ja, ein Akt der Natur, etwas, das in der Wirklichkeit stattfindet. Der Mensch baut Werkzeuge, wird zum Sammler und Bauern und auf diese Weise reißt er sich von der Natur los. Ja, und der Mensch, was eben den Menschen unterscheidet, ist, dass er sozusagen ein schöpferisches Tier ist, ja, in dessen Natur es liegt, Gebilde zu produzieren, die eben keinen Naturzweck besitzen. Im Unterschied von Tier und Mensch, Natur und Geist, aber dieser Unterschied ist eben nicht im Sinne eines Dualismus gemeint, sondern hier im Sinne einer Kontinuität. Geist, sagt Simmel, ist die höchste Stufe des Lebens. Ja, es hat seine Quelle im Leben. Ja, er sagt an einer Stelle, da schwingt sich das Leben über das bloß Animalische hinaus. Das sind auch immer so Wörter, da schwingt immer irgendwas. Ja. Und das Leben schreitet voran. Von der Stufe des Geistes dann zu derjenigen der Kultur. Also Kultur, das ist sozusagen die Form des Geistigen. Und Kulturen, das ist auch nicht im Sinne von nationalen Dingen gemeint, sondern Kultur, es kann auch die Kultur des Sportes geben oder Kultur im Sinne von einem bestimmten Lebensstil und so weiter. Allerdings wohnt hier in diesem Aufschwingen kein Plan inne, kein Ziel. Das Leben strömt und ist kontingent. Und auch das Hervorbringen des Geistes ist nichts Notwendiges, sondern etwas Zufälliges. Leben gibt es auch ohne Geist, sagt Simmel. Und dass dann irgendwann der Geist hervorgebracht wird, ja, das ist dann eben so. Geist ist dann eben sich selbst einsehendes Leben. So, jetzt gibt es zu Simmels Zeiten noch keinen Computer und keine Debatten um künstliche Intelligenz. Begreift man aber diese Diskussion als Verlängerung des Problems der Naturalisierung des Geistes, so sieht man, dass die künstliche Intelligenz eben komplexe Operationen verlässlich und treffsicher ausführen kann, besser und verlässlicher sogar als der Mensch selbst. Was aber hier fehlt und eben fehlen muss, ist die schöpferische Eigendynamik. Ja, das Lebendige des Geistes. Ohne Leben ist Geist hohl. Beziehungsweise es gibt gar keinen Geist ohne Leben. Geist kann nicht künstlich hergestellt werden, Intelligenz schon. Wenn wir nach den Bedingungen fragen, unter denen der Geist zu eben jenen fruchtbaren und schöpferischen Tätigkeiten fähig ist, dann kann man hier schnell auf die Idee kommen von analogen Eigenschaften zum lebendigen Organismus zu sprechen. Unter den lebensphilosophischen Voraussetzungen, die Simmel hier macht, gehört es auch dazu, dass diese vermeintlichen Analogien eben nicht als Analogien gesehen werden, sondern wesenhaft bedingt sind. Die geistigen Tätigkeiten sind, Simmel folgend, tief in organische Lebensprozesse gegründet. Die charakteristischen Strukturen des Geistes werden von Simmel als eine Weiterentwicklung grundlegender Lebensstrukturen interpretiert. Ja, jetzt sind wir wieder beim Losreißen. Simmel spricht nämlich eben, außer jetzt an dieser Stelle eben nicht davon, dass sich der Geist irgendwie vom Leben losreißen muss. Die Natur wird auch nicht als etwas Fremdes begriffen, in dem sich der Geist nicht findet. Organisches und geistiges Leben, denkt Simmel, in einem wirklich sehr harmonischen Verband. Geistige Subjektivität hier, organische Leiblichkeit dort, das geht für Simmel nicht.
Also er ist wirklich ein expliziter Anti-Dualist. Die anthropologische Dimension von leiblichen Gefühlen, Begierden, präreflexiven Dispositionen und Einstellungen sind für Simmel essentiell für die Entstehung einer selbstbewussten Individualität. Dazu kommt, dass Simmel zwar vom Leben im Sinne von dunklen Trieben spricht, aber das Moment des zerstörerischen oder potenziell zerstörerischen des Lebens eigentlich gar nicht mitthematisiert. Das Leben ist für Simmel in erster Linie etwas Spendendes und Schöpferisches, was Positives, dem man seinen freien Lauf lassen muss. Und wo es eben auch das Klügste ist, dies zu tun. Denn das Leben, sagt Simmel, ist eine Kraft über uns. Ja, der Geist beherrscht das Leben nicht, wie Simmel sagt. Das Leben will nicht beherrscht sein von dem, was unter ihm ist. Auch wieder Zitat. Bei den Idealisten findet sich der Gedanke, dass das Notwendige nicht steuerbar ist. Die Ideen sind bei Simmel aber keine transzendente Macht, sondern sie kommen aus dem Leben selbst. Das Leben hat keinen Sinn außerhalb seiner selbst. Die Frage nach Wert, Moral, Kunst, Gott lassen sich nach Simmel nur durch die Suche nach den Urtatsachen des Lebens begegnen, wie er sagt. So, Suche nach den Urtatsachen, ja, fragt man sich jetzt, was soll das jetzt wieder sein? Und hierzu lässt sich sagen, dass die Lebensphilosophie im Prinzip einen alten, die Menschen bewegenden Gedanken aufnimmt. Nämlich, dass wir über das Leben selbst nichts Begriffliches aussagen können. Was das Leben ist, das ist nicht kausal begründbar. Es ist nur metaphorisch und in einem analogen Sinne beschreibbar. Und die ursprüngliche Metapher, die das Leben umschreibt, ist die der Selbstbewegung. Das heißt, dass sich das Lebendige selbst bewegt. Hiervon ausgehend könnte angenommen werden, dass es einen Schöpfer bzw. einen ersten unbewegten Beweger gibt, wie Aristoteles sagt. Doch wir haben es gehört, das Leben soll ja aus sich selbst begriffen werden. Man soll und kann nicht auf transzendente Mächte zurückgreifen, sagt Simmel. Woher das Lebendige dann sein Leben hat, wird metaphorisch gesprochen verdunkelt. Ja, das Lebensprinzip ist demnach ein, Zitat, dunkler Grund oder unergründliche Grundlage unseres Seins. Simmel spricht von dem dunklen, unfasslichen und außerbewussten Urgrund des Lebens. Dieser Urgrund wird hier in gewisser Weise bewusst unbegründet gelassen. Literarisch ausgedrückt wird so aus dem Prinzip des letzten Grundes die Metapher des dunklen Untergrundes. Ein Grund, der jenseits des kognitiv Erfassbaren liegt und wenn überhaupt dann nur erspürt werden kann. Am besten natürlich vom Künstler. Das Begründen des Logon Didonai wird unter diesen lebensphilosophischen Vorzeichen nicht mehr als das Kerngeschäft der Philosophie gewertet. Es geht hier vielmehr um das Finden von treffenden Bildern und Metaphern. Jetzt könnte man einwenden, dass die Rede vom dunklen Grund einen Rückschritt hinter den Rationalismus bedeutet. Schlaf der Vernunft, würde der Thomas jetzt sagen. Doch in der Bezugnahme auf die dunkle Seite der Antike steckt insofern ein Aufklärungsschritt, als dass hier der Verlust der Glaubwürdigkeit oder Überzeugungskraft rationalistischer Denkmodelle im wieder nach Hegel artikuliert wird. Simmel sagt hierzu, das Bewegen oder das Werden sei ein eigenes Verhältnis der Dinge zu Räumlichkeit oder Beschaffenheit, aber nicht aus einer Summe von fixierten Lagen oder Seinszuständen zusammenzusetzen. Freilich liegt dieses Letztere der rationalistischen Klarheit und Begrifflichkeit, die die Entdeckung und die Sehnsucht des klassischen Denkens war, sehr viel näher als das Anerkennen des Werdens als einer völlig primären Kategorie. In ihm scheint tatsächlich etwas Dunkles, ja Mystisches zu liegen und erst eine viel entwickeltere Stufe des Denkens findet nicht mehr in der Einfachheit des Seins, die alleinige, alles begreifende Instanz, sondern gibt seiner Auflösung im Werden die koordiniertere, ja vielleicht die tiefer begründende Stellung. Zitat Ende. Der Vernunftoptimismus des Rationalismus erscheint von hier aus als seicht und unrealistisch. Die lebensphilosophischen Einsichten dagegen sind tief, rationalistische sind dann wieder oberflächlich. Und indem Simmel hier die rationalistische Klarheit als Sehnsucht des klassischen Denkens deutet, psychopathologisiert er dieses als eine verständliche Reaktion auf problematische historische Bedingungen.
Er entschärft den Idealismus, beraubt ihm mit seinem Psychologismus seiner argumentativen Grundlage und stellt ihn im Grunde genommen als historisch überwunden dar. Simmels Lebensphilosophie ist antispekulativ und Simmel folgt hier seinem Lehrer Diltei, der sagt, wir müssen heute von der Realität des Lebens ausgehen. Im Leben ist die Totalität der seelischen Zusammenhangs wirksam. Hegel konstruiert metaphysisch, wir analysieren das Gegebene. Ja, daran orientiert sich Simmel, beziehungsweise das gehört auch zu seinem eigenen Programm. Er hat in seiner Zeit den Ruf des Entzauberers inne, ja, der ein Realist ist, ein Relativist, wo dann eben hier sein Freund Lepsius, ein Maler der Zeit, sagt, mir ist dieser idealistische Kinderglaube, der wäre ihm lieber. Ja? Er möchte wieder Idealist sein, aber er kann nicht. Und dann gibt es eben den Simmel, der eigentlich alles entzaubert und alles kaputt macht. Ja? Er will gar nicht so dieses Realistische, aber das ist eben die Moderne. Und der Simmel wäre sozusagen der Inbegriff genau dieser Moderne. Gleichsam kann man auf der anderen Seite neben dieser realistischen Komponente sagen, dass Simmel, man könnte es ja Enigmatismus nennen. Ja, das ist das, was Simmel der Naturalisierung des Geistes entgegenstellt. Leben ist geheimnisvoll, mystisch, unfassbar. Ja. Und das ist vor allen Dingen etwas, was in der Tat vor allen Dingen zum späten Simmel gehört. Ja, und dieses Unfassbare, ja, Mystische, das ist hier der Preis für die Aufgabe der letzten Gründe. Simmel spricht hier von dem sich auftuenden Abgrund. Ja, das Rätselhafte wird hier insofern zum Prinzip gemacht, nach dem Motto, lieber die Dinge in ihrer Rätselhaftigkeit und Düsterkeit so akzeptieren, wie sie eben sind, als spekulativen, vom wirklichen Leben abgetrennten Gedankengebäuden hinterherzulaufen. Das hat natürlich auch irgendwie so was Pragmatistisches, ja, nach dem Motto, man muss die Dinge auch nicht sich da so reindenken, weil der Idealismus, der hemmt sozusagen die Lebenskraft. Ja, wenn ich hier meinen Freund Fred Beiser zitiere aus Cybercues, vielleicht ist in Deutschland nicht so bekannt, schreibt lange Bücher über German Historicist Tradition und Fate of Reason. Und er hat mal zu mir gesagt, Melanie, pass auf mit dem Hegel. Er selber hat über Hegel promoviert und sagt, Hegel-Promoventen brauchen im Durchschnitt 6 Jahre länger. Also, das geht hier mit dem Simmel alles ein bisschen schneller. Angesichts dieses dunklen Abgrundes aber, der sich dann jetzt hier auftut, sollte man sich das doch nochmal überlegen mit dem Studium des deutschen Idealismus. Denn mit der Lebensphilosophie, das wird immer gesagt, geht ein Pessimismus einher, der von ihr gar nicht wegzudenken ist, Schopenhauer vor allen Dingen. Da hilft dann auch Nietzsche und sein Willen zur Macht nicht, sagt Schnedelbach. Und diese Lust an der Dunkelheit, das ist etwas, was sich auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in sämtlichen Bereichen kulturellen Lebens wiederfindet. In der Ablehnung der sogenannten hellen Antike, der Winkelmann-Antike, der antiseptisch ideal und dabei immer strahlend weißen Körperwelten, also wie die ungebrochene Heroik der Winkelmannschen Gestalten. Das provoziert natürlich ein Gegengewicht, wie wir es etwa in Franz von Stucks vampirhafter, düsterer Medusa aus dem Jahre 1892 sehen. Oder auch Burckhardts und Nietzsches Betonung der Früh- und Spätphasen der Antike, das Wilde und Agonale als das eigentlich Interessante. Auch Diltei spricht davon, wie die heutige Analyse der menschlichen Existenz uns alle mit dem Gefühl der Gebrechlichkeit erfüllt, der Macht des dunklen Triebes, des Leidens an den Dunkelheiten. Bei Simmel ist das so, der leidet eigentlich gar nicht an diesen Dunkelheiten, sondern das ist eher so ein wohliger Grusel, in dem Sinn von, dass man gerne Horrorfilme guckt. Ja? Und Kritiker wie zum Beispiel Ernst Troeltsch werfen ihm vor, dass Simmel jemand ist, der haltlos ist, dem der moralische Kompass verloren gegangen ist, eben in dieser Philosophie, die nicht mehr begründen will, nicht mehr begründen kann. Ja, er ist in der Einleitung der Moralwissenschaft ein ganz entscheidender oder entschiedener Vertreter des moralischen Relativismus. Und dass Simmel eben nicht an dieser Dunkelheit oder an dieser Haltlosigkeit verzweifelt, liegt daran, dass er sich irgendwie im Leben aufgehoben
zu fühlen scheint. Er stellt das Leben zwar als die Realität dar, die eben schlechte und gute Seiten enthält, letztlich aber hat man eben immer das Gefühl, dass er an das Schöpferische, Spendende und an die normative Kraft des Lebens wirklich glaubt. Und nur so kann er sich dem Leben ganz hingeben. Ja, wie Schnedelbach jetzt. Ne? Die Lebensphilosophen hätten sich nicht dem Leben zugewendet, sondern sie hätten sich ihm hingegeben. Und diesem Hingeben an das Leben ist ein gewisser Fatalismus inhärent. Ne? Simmel gibt sich äußeren Mächten anheim, weil eben die Vernunft nicht mehr der oberste Gerichtshof ist, sondern das Leben. So besteht eben das Leben aus Chimären, von denen man nichts weiß. Ja, wenn die Vernunft oberster Gerichtshof ist, dann verfügt die Vernunft über sich selbst. Und dieser Fatalismus, der hier mit Simmels Denken einhergeht, das ist eben auch der Verlust von Autonomie. Simmel macht an einer Stelle, da geht es um so ein Fragment zur Freiheit, da sagt er, vielleicht ist Freiheit auch gar nicht mal so wichtig. Das ist so ein dahingerotzter Satz, wo er sagt, ja, so im Sinne von Hans Weigers, als ob Freiheit, ob wir jetzt frei sind oder nicht, das ist gar nicht das Thema. Hauptsache, wir fühlen uns frei. Ne? Auch ganz im Sinne dieses Erleben und Lebendigen. Also insofern kann man so ein bisschen sagen, das ist hier so die rheinische Variante der Lebensphilosophie. Ja, obwohl die Tiefe ständig beschwören wird, wird hier gar nicht so tief geschürft, wie das den Anschein hat. Und der Simmelsgeistbegriff steht im Sinne eines künstlerischen Lebensideals. Das Verhältnis des Geistigen zum Leben muss es im Verhältnis des Geistigen zum Leben muss es darum gehen, den Geist lebendig zu halten. Ja, die Frage ist nicht, what is Geist, ne? Was ist der Geist oder woher kommt der Geist? Das ist eigentlich unter diesen lebensphilosophischen Voraussetzungen eine sinnlose Frage. Wenn man sich auf die Lebensphilosophie einlässt, dann fragt man nicht mehr nach Kausalem oder Begründungen. Wenn Geist eine Funktion des Lebens ist, dann gelten für ihn dieselben Kriterien wie für das Leben. Da das Leben selbstbegründend ist, dann ist es eben folglich auch der Geist. Und Simmel entfaltet in seinen beiden kulturphilosophischen Aufsätzen einen sehr dynamischen Begriff von Kultur. Unter der dort geäußerten Prämisse muss auch das Verhältnis von Geist und Leben verstanden werden. Kultur meint hier zum einen die Objektivation, in denen sich ein der Subjektivität entspringendes Leben entäußert, also den objektiven Geist. Er benutzt auch diese Begrifflichkeit. Und zum anderen, beziehungsweise umgekehrt, meint Kultur hier die Formierung einer Seele, die sich aus der Natur zur Kultur emporarbeitet. Also sprich die Bildung des subjektiven Geistes. Simmel folgt hier Herder, Humboldt und Hegel und deren expressizistischen Bildungsideals. Das Telos dieses Bildungsprozesses ist die Steigerung des individuellen Lebens. Und in Simmels Version behält der subjektive Geist entschieden die Oberhand gegenüber dem Objektiven. Ja, beziehungsweise die Kultivierung des Subjekts hat Vorrang vor der objektiven Kultur. Das Ideal eines kultivierten Subjekts, das ist natürlich der Künstler. Simmel hat sich viel mit Künstlerpersönlichkeiten beschäftigt, mit Rembrandt, Van Gogh, Da Vinci und sein absoluter Liebling ist Rodin. Rodin ist für ihn der Inbegriff, die Chiffre seiner eigenen dynamistischen Lebensanschauung. Er schwärmt von den fließenden Formen seiner Werke, von den bisweilen bis zur absurden Verrenkung gehenden Körperhaltungen der Figuren. Rodin, das ist moderner Heraklitismus, wie Simmel sagt, während Klassik Stillstand ist, oder Platonismus. Diesen Ausdruck verwendet er dafür. Moderner Heraklitismus, das ist eben hier das Pantarei, nur auf die Moderne bezogen. Und auf jeden Fall ist der Künstler, ist der Künstler derjenige, in dem sich das geistige Leben auch nochmal steigert, weil er schöpferisch tätig ist. Und vor allen Dingen eben der Künstler wie Rodin, der die Bewegung gleich zu seinem Prinzip erhebt. Denn das Allerschlimmste ist der Stillstand. Das haben wir eben ja auch schon bei Nietzsche erfahren. Und Simmel schreibt auch eine Tragödie der Kultur, die man zusammenfassen kann wie die geistigen Produkte, also der Geist ist starr, das Leben strömt aber weiter. Es gibt in der Zeit viele Untergangsprophetien, wie zum Beispiel von Klages Untergang der Erde am Geist oder
beziehungsweise der Geist als Widersacher der Seele von Klages oder Untergang der Seele am Geist von Lessing. Was bei Simmel kann man gar nicht so richtig von einer Untergangsprophetie sprechen, denn das, was hier mit Tragödie gemeint ist, ist eigentlich gar nicht so dramatisch, sondern es ist eher eine Beschreibung einer, ja, also er selber sagt hierzu, Tragödie ist, also ein tragisches Verhängnis im Unterschied gegen ein trauriges oder von außen zerstörendes, bezeichnen wir doch wohl dies, dass die gegen ein Wesen gerichteten vernichtenden Kräfte aus den tiefsten Schichten eben dieses Wesen selbst entspringen. Dass sich mit seiner Zerstörung ein Schicksal vollzieht, das in ihm selbst angelegt und sozusagen die logische Entwicklung eben der Struktur ist, mit der das Wesen seine eigene Positivität aufgebaut hat. Also Tragödie meint hier eben nicht ein drohendes, letales Ende, sondern ein Selbstwiderspruch der Kultur, der von deren Wesen unabtrennbar ist. Somit ist hier Tragödie in einem undramatischen Sinn gemeint. Man könnte auch sagen, dass man das Tragische hier nicht überdramatisieren sollte. Ein Problem wird daraus eben nur, wenn eben zu viel objektiver Geist die Kultur hemmt. Das, da sagt er hier, das sei ein Charakteristikum überreifer, müder gewordener Epochen, wo die Unfähigkeit besteht zur Einbeziehung des Sachgehalts in die subjektive Kultur. Also da spricht er natürlich von seiner eigenen Zeit. Und das wird hinterher, weitet sich dann auch zu so einer Dekadenztheorie, wo er dann am Vorabend des Ersten Weltkriegs in seinen Kriegsschriften sagt, ja, das Einzige, was jetzt hier noch helfen kann in unserer miesen Situation, wo eben kulturell nichts mehr weitergeht, das wäre eine Aufrüttelung im Sinne dann des Krieges. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Tiefpunkt, oder nicht kleiner, das ist ein Tiefpunkt in Simmels Denken, aber man muss eben sagen, da ist er nicht der Einzige, der damals so argumentiert. Und später wird er das auch nicht mehr aufgreifen. Ja. Was man aber sagen kann abschließend ist, dass Simmel diesem Anspruch, dass der Geist lebendig gehalten werden muss, ne, so practice what you preach, versucht gerecht zu werden, indem er seine Philosophie auf eine geradezu programmatische Art und Weise eben lebendig macht, ne, antisystematisch, Begriffe werden in einem intuitiven, alltagssprachlichen Sinne eingesetzt. Er versucht, mit vielen dynamischen, kräftigen Ausdrücken zu arbeiten, wie eben das Schwingen oder das Vergewaltigen, von dem ich eben gesprochen habe. Dazu kommt eben noch neben der lebendigen Sprache die Forderung nach Konkretheit. Ja, die Philosophie darf nicht abstrakt sein. Und das ist auch eine von Simmels Stärken, wo Habermas ihn lobt, als jemanden, der eine Generation vor Jaspers und Heidegger die Studenten ermutigt hat, aus den Bahnen der Schulphilosophie herauszuspringen und konkret zu denken. Was das eben auch heißen soll, konkret zu denken, das hat mehrere Aspekte. Dazu gehört einmal die Verankerung der Philosophie im Alltäglichen und Zeitaktuellen, wobei Simmel wenig echte Zeitdiagnose abliefert, sondern immer versucht, aus der Anschauung am Konkreten etwas Allgemeines zu entwickeln, und das nennt er dann philosophische Soziologie. Also schwebt eben auch die Philosophie des Geldes in so einem zeitlosen Raum, in einer Gesellschaft, wo man nicht mehr weiß darüber, dass es sich hier um eine moderne, entwickelte Geldwirtschaft handelt. Zum Konkreten passt auch, dass Simmels Wirkungskreis mehr die intellektuelle Öffentlichkeit als die Universität war. Das liegt zum Teil eben auch am Antisemitismus der Zeit. Man hat ihn einfach nicht in den Club reingelassen. Erst spät hat er seine Professur dann in Straßburg bekommen und war die ganze Zeit Privatdozent in Berlin, war relativ finanziell unabhängig, musste schon auch Bücher schnell veröffentlichen in finanziellen problematischen Situationen und war insofern in der Öffentlichkeit immer ein sehr präsenter Intellektueller. Seine Vorlesungen waren zum Teil so richtige Großereignisse, wo die Leute aus der Tür rausstanden. Das wurde dann in der Tagespresse eben beschrieben. Er hatte viele Fans, auch viele Frauen, galt als ultramodern. Und man kann sich das eben kaum vorstellen, was für eine intellektuelle Präsenz Simmel damals hatte, die er später eben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erreicht hat. Ja, sodass wir von seinem zeitgenössischen Ruhm kaum noch etwas erahnen können.
Simmel ist bei allem ein intellektueller Flaneur, der umherschweift, ne, durch Texte, aber auch durch die Straßen Berlins. Alles ist ihm wichtig und die Botschaft lautet, alles kann zum Philosophieren anregen. Eine Ruine, Kaffeetasse, aber eben auch Geld, Mode, Großstadt. Da steckt natürlich auch immer die Gefahr der Plattitüde dahin oder eben in die Soziologie komplett abzudriften. Aber genau das möchte eben Simmel nicht. Er sieht sich als einen ernsthaften Philosophen, obwohl ihm eben oft, man kann es sich gut vorstellen, Unernsthaftigkeit vorgeworfen wurde. Und diese Philosophie, vor allen Dingen in der zweiten Schaffensphase, ist getragen oder beseelt von der Idee des Lebendigen. Ja, das kann man auch zusammenfassend sagen. Und innerhalb dieser Philosophie des Lebendigen wird der Geist geradezu gefeiert, gehuldigt, überhöht. Ja. Es wird auch die Art, wie über den Geist gesprochen wird, ist so wie über einen guten Wein. Man versucht, irgendwelche Attribute zu finden, was denn jetzt eigentlich der Geist ist. Aber es bleibt eben in diesem Unklaren. Was man aber sagen kann, ist, dass eben Simmel dem Geist unter einer veränderten philosophischen und gesellschaftlichen Bedingungen hier ganz neue Kraft verleihen wollte. Also dass der Impetus da war, den Geist lebendig zu halten. Ne, wie in Heidelberg über irgendeinem Portal steht ja auch lebendiger Geist. So, damit bin ich fertig. Vielen Dank fürs Zuhören.